So, dann wollen wir doch mal diese Räuber da ausschalten. Diese Schmuggler. 5 Stück, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ja, 5. Dann gucken wir mal, wie schnell wir sie klein kriegen. Auch für den Kampf. Ha, ich wusste es. Jetzt sind Sie dran. Ah, das sehe ich anders. Jetzt seid ihr nämlich dran. Also der erste kriegt schon mal Was? von mir einen Fulmin. Doch. Ich schleudere Fulminictus auf den ersten. Dann Sanyasa! kriegt der mal einen Ja? Doppelschuss. Und der dritte ein Ignifaxius und dann sehen wir weiter. Okay, alle auf die. Ich auf den der schon ziemlich angeschlagen ist. Ei. Sie kann den da angreifen. Das war der. Okay, dann sollte ich erstmal mich um den kümmern, der mich angreift. Wie? Er um den hier und sie weiter um den. Ignifaxius! Ja, sehr schön. Ich habe nicht mehr genug Fulminictus gerade. Ja? Aber er kann auch einen Ignifaxius auf den hier werfen, der mit dem Nahkampf. Oder er stirbt einfach. Angriff! Erstmal auf den, der angeschlagen ist. So, etwas weiter weg, dass ich besser ziehen kann. Ignifaxius! Achtung! Au, au, au. Der jetzt mal einen Balsam auf ihn hier, bevor er mir wegstirbt. Und ich habe wieder genug für einen Fulminictus. Dass der hier schneller stirbt. Du solltest mal den hier, der noch gesund ist, umreißen, dass der uns mal ein bisschen aus dem Weg geht. Sie zieht sich zurück und macht selber auf sich einen Balsam. Damit sie mir nicht wegstirbt. Und noch einen Fulminictus auf den, der noch fast am Leben ist. Und das war's schon. Tot sind sie. Dann gucken wir mal, was sie dabei hatten. Streitkolben, Silberkette, einfacher Verband und ein bisschen Geld. Naja, lassen wir das Geld hier nicht verrosten, sondern nehmen es einfach mit. Geld, Salbenfett. Ihr Schmuggler brauchen es eh nicht mehr. Und warum etwas verschwenden? So, jetzt geht's weiter zum Hafen. Großartig. Vorhin war das Tor noch offen. Sie wollen uns den Weg abschneiden. Schnell, lasst uns ein anderes versuchen. Ja, versuchen wir es. Weiter hier den Weg runter. Da oben gibt's ja noch ein Tor ins Hafenviertel. Nehmen wir das am besten. Und gucken wir, dass wir Gerling so schnell wie möglich da rausholen. Ich will nicht wissen, was noch für Überraschungen auf uns warten. Meine AE ist schon fast wieder voll. Gut. Ja, genau, das hier sieht schon besser aus. Oh, und ein Autosave verspricht nichts Gutes. Mal sehen, was... Eigentlich weiß ich ja, was auf uns zukommt. Vorsichtig. Wir sehen erstmal nach, ob die Luft rein ist. Ich gehe in das nördliche Lagerhaus. Einverstanden. Da nehme ich das südliche. Ihr wartet hier und haltet uns den Rücken frei. Immer diese überheblichen Schnüffler, die nicht wissen, wann sie aufhören sollen. Du bist hier überheblich, würde ich mal sagen. Du legst dich mit einem Geoden an. Ich bin garantiert kräftig besser als du. Du wirst nur denselben Preis für deine Uneinsichtigkeit bezahlen wie deine Freunde. Das denke ich nicht. Ich denke eher, dass du den Preis dafür bezahlen wirst, mich anzugreifen. Ah, wir können ja noch mit ihm reden. Also das erste wäre so der geodentypische Spruch.
Das zweite eher so für uns als Soldat. Und nach dieser Begrüßung mit den Pfeilen nehmen wir mal die Soldatenantwort. Da kann man nicht mehr ruhig bleiben. So. Der kriegt gleich einen Fulminictus von mir. Ab. Gleich noch einen. Seine Kumpels machen ja kaum Schaden bei mir. Tot ist er. Aber so viel zu, sie machen kaum Schaden bei mir. Ich kann auch schießen. Da. Und schießt daneben. Na komm, ein Fulminictus, das geht schneller. Und weiter. Jawohl, diesmal hat der Schuss gesessen. Und diesmal ging er daneben. Dafür gingen auch hier daneben. Ah, aber diesmal treffe ich. Und der letzte. Den könnte ich eigentlich mit einem Plurumbarum besprechen. Dann trifft er noch schlechter und ich treffe ihn besser. Aber bringen wir das schnell zu Ende. Die anderen beiden brauchen sicherlich meine Hilfe. Und weg ist er. Aber noch das Zeug einsammeln, was sie haben. Das ist nämlich wichtig, vor allem die Brandpfeile. Die werden bei unserem ersten Bossfight nachher gleich nützlich sein können. So, Waffe wegstecken. Also, ich habe jetzt die Wahl, entweder ich helfe Jakon oder ich helfe Fyris zuerst. So, hier bin ich in der Zwickmühle und ich werde jetzt mal kurz erklären, welche Entscheidung ich treffe und warum. Ich werde nämlich Fyris retten. Und zwar erst einmal spieltechnischer Grund. Ich bin eigentlich der Schadensmagier. Sie ist die Heilmagierin. Das passt besser in die Gruppe als jetzt Jakon und wenn Jakon und ich als Schadensmagier rausgehen. Ich kann zwar Kräfte der Natur wirken, aber ich kann halt keine Vergiftung heilen und keine Wunden. Das kann sie halt besser mit ihrem klaren Purum und ihrem Balsam Salabunde. Die rollenspielerische Entscheidung jetzt ist, dass Jakon mit seiner Kampfmagie besser auf sich aufpassen kann als Fyris, die nur mit ihrem Bogen kämpft. Deswegen denke ich, dass ich zuerst versuche, Fyris zu helfen und dann Jakon zur Hilfe zu eilen. Also auf zu Fyris ins Lagerhaus. Ich weiß, haltet aus, ich stehe euch zur Seite. Okay, hier haben wir zwei Schmuggler, die dürften kein Problem sein, wenn ich den ersten schon mal mit einem Fulminictus fast auf die Bretter schicke. Und sie sich erstmal zurückzieht. Naja, so viel zum Zurückziehen. Versuchen wir erstmal gleich den ersten Schmuggler loszuwerden. Der uns, den wir schon angeschlagen haben. Ah, da hinten kommen noch zwei. Okay, da hinten kommt ein Magier, um den sollte ich mich jetzt als erstes kümmern. Deswegen kriegt er gleich mal einen Doppelpack von Fulminictus an den Kopf geworfen. Sie macht mal ihren Armor-Trutz an, damit sie ein bisschen mehr aushält. Es wirkt der Balsam auf sich, das ist auch weniger gut. Ja. Heil dich mal selber. So, und du und ich versuchen währenddessen wie den Magier zu töten. Ja? Für einen Fulminictus reicht gerade mein AE noch. Mal sehen, ob ich ihn loswerde. Sehr gut. Und nachdem der schon angeschlagen ist. Drauf und hoffen, dass sich meine AE schnell genug regeneriert. Ah ja, gut. Einmal Fulminictus auf die, der noch fast voll ist. Und dann
war es das Ganze auch, hoffentlich. So, ja. Gut so. Hab Dank. Schnell, wir müssen zu Jakon in das andere Lagerhaus. Bestimmt ist Gerling auch dort. Na, dann suchen wir ihn dort mal auch. Einverstanden, wo lang? Durch das hintere Tor, hinaus zum Hafen. Wenn wir von dort aus in das andere Lager gehen, schneiden wir ihm den Fluchtweg zum Fluss ab. Ja, die Idee finde ich gar nicht mehr so schlecht. Obwohl das auch Probleme machen könnte, weil wir nicht schnell genug zu Jakon kommen. Aber gut. Erst einmal die Schmuggler hier ihre Sachen entledigen. Die haben ja eigentlich nicht viel dabei, außer ein, zwei Silbertaler, Salbenfett und Schleifsteine. Ach, der hat einen Wehrsaft und ein paar Silbertaler mehr. So. Erst aber bevor wir weitergehen, gebe ich mal die Feuerpfeile an Feiris ab. Ah, die Haarnadeln und die Dietriche auch. Die brauchen, kann sie besser gebrauchen als ich. Habe ich sonst noch was ich Feiris geben könnte? Nein, im Augenblick nicht. Feuerpfeile, die brauchen wir später mal. Pfeile hat sie noch ein paar. So. Machen wir mal kurz einen Quick Save. Und dann gehen wir weiter. Okay, dann sollten wir mal lieber in Schleichposition gehen, beide. Mal sehen, ob wir es schaffen, hier durchzuschleichen. Ein Schmuggler Magier und vier Schmuggler, das ist eigentlich auch nicht viel mehr, als es... Das war jetzt aber knapp. Ich dachte jetzt schon, der entdeckt Feiris, aber gerade noch mal gut gegangen. Ah, jetzt bloß nicht schlapp machen. Wir haben noch ein Stückchen vor uns. Eigentlich könnte man die vier Schmuggler und den Magiern ausschalten, aber ich weiß nicht, wenn sie Alarm schlagen, ob da nicht auch noch Hilfe kommt. Ah, da haben wir gleich das Lagerhaus erreicht. Sofern sie nicht an den Balken hängen bleibt, sind wir jetzt gleich beim Lagerhaus, in dem Jakon verschwand. Genau. Aber ich denke mal, von der Zeit her ist es am besten, wenn wir hier noch einmal einen Cut machen. Speichern. LP007. Speichern und einen Cut machen. Weil jetzt kommt dann gleich noch eine Zwischensequenz und unser erster Bossfight. Also, bis gleich.